meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen. Ja, das Wochenende habe ich ein bisschen ausgespannt, ein bisschen Dinge noch erlebt oder eben halt nicht erlebt. Ja, einfach so für mich Dinge, man hört nebenbei Inka noch am Rumdatteln. Ist ein bisschen schwieriger, das Handy leiser zu stellen. So, kein Problem, das stört uns ja alles nicht, sowas kennen wir, so kennen wir Inka, so lebt sie nun mal eben, so ist sie nun mal. Ne, so ein bisschen störenfriedig. Okay, los geht's. So. Was haben wir? Wir haben den Wolf und Drogo gefällt es nicht, dass ein Wolf da war und wir haben versucht, diesen Wolf zu verteidigen, diesen Werwolf. Also mir persönlich würde es auch nicht gefallen, aber man weiß ja auch, dass Vampire und Werwölfe ständig im Krieg miteinander leben. So, los geht's. Oh, die Rechtschreibfehler, Männer. Er lehnt sich an mich und drückt seine Lippen auf meine Stirn und so hat er sich verabschiedet. Okay. Ich bin erleichtert. Ich war dermaßen angespannt, weil ich nicht wusste, ob er wieder zu seinen unvorhersehbaren Reaktionen neigt. Aber offensichtlich muss ich mir keine Gedanken machen. Jetzt nicht mehr. Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen uns ist vorbei. Sicher? Die Katze hat aufgehört zu spielen und die Maus die Waffen gestreckt. Schön, wenn sie so der Meinung ist. Ich glaube, da kommt noch was. So einfach ist das nicht. Denn könnte das Spiel jetzt auch schon vorbei sein. Ich könnte stundenlang so bleiben. Nichts weiter zu spüren als seine Kraft, seinen Duft zu atmen und in seinen Armen zu liegen. Sag mal, Vampire, ne? Duften die nicht ein bisschen moderig? Möge man meinen, ne? Ja. Mich fröstelt es, wenn mich mein Lieblingsvampir ansieht. Ich lege meine Finger auf seine Brust und versuche gar nicht mehr, mich aus seiner Umklammerung zu lösen. Wir beide wissen, dass die Kämpfe der letzten Wochen zu etwas Größerem, Mächtigerem führen werden. Etwas, das viel sinnlicher sein wird. Ist das so? Weiß Drogo das denn auch? Ich schaue zu ihm auf und muss noch immer an diesen wilden Kuss denken, den ich einfach nicht mehr aus meinem Kopf herausbekomme. Mit einem fiesen Grinsen beugt er sich über mich und strebt in einer unglaublichen Langsamkeit wieder zu meinem Mund. Er kann also auch Gedanken lesen. Ja. Darf man nicht. Sowas macht man nicht. Man liest nicht im Kopf einer Frau. Er, der immer wieder meinen Zorn erregt hat, sorgt dafür, dass ich einen Moment lang völlig verwunderbar bin und mich mit dieser zärtlichen Demonstration hingebe. Seine Art, sich an meine Schulter zu schmiegen und mich im selben Moment an sich zu drücken, trifft mich komplett unvorbereitet. Was hast du mit mir getan? Ich fahre mit der Hand durch seine blonden Haare. Meine Kehle ist ganz trocken. Die Gefühle überkommen mich. Ich höre auf, meine Gefühle zu verbergen. Ich spiel weiter ein Spiel. Nein, komm. Gleich offene Karten. Ich habe das nicht gewollt. Was? Dich! Ja, natürlich. Er grinst mich zähnefletschend an und streicht mir sanft über meine Lippen. Verzauberin. Vampir. Das ist nur fair. Wir fahren einen Moment lang so und verspüren die Lust, allein auf der Welt zu sein. Ich habe auf einmal Angst, zurückzukehren und zu merken, dass alles anders ist. Oder noch schlimmer, dass alles wie vorher ist. Ich habe Angst, dass er mich wieder auf Distanz hält und alles leugnet, was zwischen uns war und ist. Ich würde mir wünschen, dass dieser Augenblick für immer anhält, aber das ist unmöglich. Ich will versuchen, jedes noch so kleinste Teil in meiner Erinnerung zu behalten. Zum Beispiel das Gefühl, das ich verspüre, wenn er meine Haut streichelt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass er mit seinen Augen tief in meine Seele hineinblicken kann. Wie jetzt gerade in diesem Moment. Vielleicht ist das ja Teil seiner Macht. Wer weiß das schon. Er ist so nah, dass ich seinen Atem auf meinen Lippen spüren kann. Stopp, falsch, alles falsch, stopp. Wir beenden das Let's Play. Das geht so gar nicht. Vampire sind tot. Warum atmen die? Wofür brauchen die Luft? Okay. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, dass er mich erneut küssen könnte. Ich träume davon so stark, dass es schon wehtut. Ihm ist ein Lächeln ins Gesicht geschrieben, als wüsste er ganz genau, wie stark seine Anziehungskraft auf mich ist. Aber na klar weiß er das. Ich spiele sein Spiel mit. Ist mir gerade abgekackt. Der hat mich gerade aus dem Spiel geschmissen, ganz einfach. So, weiter geht's. Aber na klar weiß er das. Ich spiele sein Spiel mit und amüsiere mich über seine Sticheleien. Ja, komm. Wir sind nicht frustriert. Auf gar keinen Fall. Nicht an so einem heiligen und wunderschönen Abend. Ich lege meine Hände um seinen Nacken und presse mich ganz eng an ihn. Ich hätte Lust, eins mit ihm zu werden und ihn nie wieder loslassen zu müssen. Wie war das gemeint?
Er lockert seine Umklammerung und legt seine Lippen auf, sanft auf meine. Gleich kriege ich wieder einen YouTube-Strike nachher, wa? An seinen schalkhaften Grinsen erkenne ich, dass er mich provozieren und erneut in die Enge treiben will. Wie vom Blitz getroffen, stürze ich mich auf seine Lippen. Er ist überrascht und weicht erst kurz zurück, um mir dann aber doch das Feld zu überlassen. Ich küsse ihn mit einer Leidenschaft, von der sich selbst nicht dachte, dass ich dazu imstande wäre. Er streckt sich zu mir hin und erwidert meinen Kuss mit einer Kraft, die meiner ihm nichts an nachsteht. Dann lassen wir uns beide los. Eine geheime Szene. Diese geheimen Szenen. Wir dürfen es nicht zeigen. Ich mache es nicht. Das sind eben halt solche Urheberrecht-Dinger. Mache ich jetzt erstmal nicht. Also, ich werde mal gucken, ob es danach überhaupt noch weitergeht. Oder ob ich überhaupt die geheime Szene also, noch spielen kann. Ich konnte sie nicht spielen. Statt den Wald zu verlassen, steuert er wieder in Richtung der Baumspitzen und setzt mich ganz weit oben auf einen Ast ab. Jetzt sind wir vor den Blicken der anderen sicher. Willst du mich verarschen? Wie kommen wir da jemals runter? Also, der könnte jetzt einfach so weg. Und wir sind denn da ganz oben. Er lässt mich in seine Arme gleiten und drückt mich gegen seine Brust, um zu verhindern, dass ich einige Meter tief falle. Ich verspüre Gefühle, die mir ein bisschen Angst machen. Ich mag dieses Schwindelgefühl, dass man... Mich überkommt auf einmal eine Wärme, als ich spüre, wie sein Körper an meinen klebt. Ich halte Luft an und genieße den Moment. Jeden seiner Berührung ist einfach himmlisch. Ich werde immer mehr seiner Gegenwart an meiner Seite bewusst und verspüre ein großes Verlangen, mit ihm eins zu sein und ihm zu gehören. Ja, das war's, liebe Kinderchen. Es ist ja jetzt... Ja, ich weiß. Ich finde das toll. Aber ich finde, so rein von der Story her hat uns jetzt nicht weitergeholfen. Es sind einfach nur Gedanken von Sahnetrüffelchen und ihre Gefühle, die Drogo sowieso weiß und lesen kann. Ich finde, das macht... Wie würdet ihr das da draußen finden? Schreibt es mal in den Kommentaren. Wie würdet ihr das finden, wenn der Kerl von euch oder den ihr mögt, ganz toll, eure Gedanken lesen könnt? Na klar, er kann an einer Seite kann er nichts verkehrt machen. Andersrum wüsste er aber auch alles über euch. Ne? Und ihr könntet nichts mehr, keine Geheimnisse von ihm haben, kein gar nichts. Ja, na klar, sagt ihr dann wahrscheinlich, ach, ich möchte keine Geheimnisse von ihm haben, habe ich sowieso nicht. Es gibt immer irgendwas, was man nicht wissen soll. Also, ja, Kinderchen, das war's wieder für heute und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.